um mehr Situationen zu schaffen, in denen Studierende tatsächlich aktiv werden im Sinne von fühlen die Prozesse aus, die sie lernen sollen. Warum ist das so? Ich habe Ihnen mal eine Taxonomie mitgebracht von Lernzielen, so ganz typische Taxonomie, uralt, 1956, ja, aus dem letzten Jahrtausend von Wien, die Lernzieltaxonomie. Trotzdem immer noch ein recht gutes Tool heute, es wird schon vielfach weiterentwickelt von Anderson, Grafo und so weiter, aber okay, spielt keine Rolle, das Grundprinzip ist folgendes, es gibt hier Lernziele, die Begriffe, die bei den Lernzielen verwendet sind, mehr oder weniger, sag mal ein bisschen vorsichtig, hierarchisch geordnet. Hier unten ist Remember. Erinnern, Wissen letztlich, unterste Ebene. Eben haben wir auch gerade diskutiert, um viele Kompetenzen auszuführen, muss man das Wissen, ja, aber darüber hinaus viel mehr können. Also Wissen ist sozusagen unterste Ebene, wenn man so will. Understand, Verstehen, ist schon ein bisschen mehr als nur Wissen, also nur Fakten wissen vielleicht, Understand, durch Zusammenhänge kennen. Und dann geht es aber schon relativ schnell in die Ebenen der Kompetenzen, die auch hier verwendet werden, der Verben, die hier verwendet werden. Ne? Anwenden, analysieren, bewerten, erstellen. Vielleicht ist Anwenden noch ein bisschen weniger anspruchsvoll als selbst erstellen oder bewerten. Aber irgendwann verschwimmt auch die Hierarchie. Für manche ist vielleicht Bewerten einfacher als analysieren, als Anwenden oder so. Okay. Und hier oben könnt ihr euch alle möglichen Verben denken, die auch hier Fachinhalt, fachspezifisch beweisen, zeichnen und so weiter. Ne? Das sind alles die Dinge, die hier oben drin stecken. So. In Vorlesungen geht es in der Regel hier unten drin. Es wird Wissen präsentiert, vielleicht werden Verfahren demonstriert, mit dem Ziel, dass die Studierenden erkennen sollen, wissen sollen, verstehen sollen. In Vorlesungen schaffe ich selten Situationen, in denen Studierenden selbst was bewerten sollen, anwenden zu machen. Manchmal ist es so, dass man Möglichkeiten hat, Übungen zusätzlich, Übungsstunden. In der Mathematik ist es oft so, Vorlesung plus Übung. So, da gibt es eine Vorlesung, da wird Wissen präsentiert, Verfahren werden demonstriert und dann kommen die Übungen. Und oft ist es so, dass es da genauso abläuft. Ja. Es gibt vielleicht Aufgaben, die Studierende machen sollen, und in den Übungen ist aber so, da steht dann einer vorne und präsentiert die Lösung. So, man kann dann vergleichen. Ja. Oder gute Studierende kommen nach vorne und präsentieren die Lösung. So. Um einen Raum zu schaffen, in dem Studierende die Prozesse ausführen, die zu lernen sind, unter Betreuung. Also, wo jemand rumlaufen kann, helfen kann, unterstützen kann, individuell beraten kann, so, das hat man oft nicht, wäre aber wünschenswert. Und genau diesen Wunsch, das tun zu können, diesen Wunsch liegt Flip Classroom zugrunde. Oder ist eine Konsequenz daraus. Die Realsituation, in der man zusammenkommt, eher für die Kompetenzausführung und Prozessausführung und Betreuung zu nutzen und die Wissensvermittlung, die Basis, auszulagern. Das Grundprinzip für Flipped Classroom ist das folgende. Vielleicht erstmal so ein Traditional Classroom. Nehmen wir mal eine typische Mathematikvorlesung als Beispiel. Die Studenten kommen zusammen für die Wissensvermittlung. Ich als Dozent stehe vorne, Studenten sitzen im Raum, 300 sitzen da, ich bin vorne und präsentiere was. Mit all den Nachteilen, die das hat. Studierende verstehen etwas nicht. Es ist auf Wissen und Verstehen ausgelegt, aber sie verstehen etwas nicht. Sie bräuchten eigentlich 10 Minuten mal kurz Pause, um was zu durchdenken und dann weiterzumachen. Aber keine Chance. Vorne geht es in einer Geschwindigkeit weiter. Und da werden die einen, was nicht verstanden haben, langweilen sich die anderen, weil so alles klar. Also schlechte, gute Studenten, die einen konnten nicht folgen, haben dann sonst das Problem, alles nochmal nachvollziehen zu müssen und die anderen langweilen sich. Kaum Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Natürlich können Studierende Handheben und sagen, da ist irgendwas falsch an der Tafel oder eine Frage einwerfen, aber macht kaum einer.
Ja, und dann gehen sie anschließend nach Hause, um die Aktivität, also das, was wir jetzt hier formuliert haben, alleine durchzuführen. Und aber niemanden zu haben, der sie fragen kann. Typischerweise klassischer Unterricht, Schulunterricht, wirklich klassischer Art. Ne? Schüler kommen in die Schule, Lehrer erzählt was, dann gehen sie nach Hause und müssen Aufgabe 1 bis 3 A bis F lösen, können sie aber nicht. Ne? Scheitern schon mal 1 A, wissen nicht, was sie tun sollen. Eltern haben vielleicht aufgehört, ab der 6. Klasse aufgehört, helfen zu können in der Mathematik. Ne? Und dann werden die Hausaufgaben abgeschrieben. So. Also dann, wenn es um die eigene Prozessausführung geht, da ist dann kaum Unterstützung da. So, flipped in den Inverted Classroom. Dreht die ganze Sache um. In dem Sinne, dass man mit Input die Wissensvermittlung alleine aufbaut, weil das kann man besser alleine. Ich gebe die Vorlesungsvideos den Studierenden zur Vorbereitung. Mit dem Ziel oder mit dem Auftrag, bitte schauen sich diese Videos bis zur nächsten Woche an. Dann können die Studierenden zu Hause sitzen, Video abspielen, Pause drücken, wenn sie das nicht verstanden haben. Nochmal zurückspulen, nochmal abspielen lassen, mitschreiben. Fragen aufschreiben, Videos durcharbeiten, um dann zusammenzukommen für das, wofür es wert ist, zusammenzukommen, nämlich für Interaktion, Diskussion, Prozessausführung. Sie kommen beispielsweise, Sie schauen sich beispielsweise Video über vollständige Lektionen an, dann kommen Sie in den Hörsaal und klären Fragen über vollständige Lektionen am Anfang, also Sie bringen Fragen mit, die wir am Anfang klären, und anschließend lösen wir gemeinsam an der Tafel ein vollständiges Lektionsbeispiel. Oder ich gebe eine Aufgabe, Sie lösen es in Partnerarbeit, ich laufe rum, gucke, was Sie machen, verschaffe mir einen Eindruck, gebe hier und da Tipps und anschließend lösen wir das Beispiel gemeinsam an der Tafel, auch sehr studierendenzentriert. Das heißt, da geht es dann um die Ausführung der einzelnen Prozesse. Oft wird gesagt, Flip Classroom, da müssen die Studierenden ja mehr machen als früher zu Hause. Ne? Videos zu Hause gucken, kann man das verlangen. Die Idee ist nicht, dass sie zu Hause mehr machen sollen, die Idee ist, dass die Aktivitäten umgeschichtet werden. Das, was Sie früher im Hörsaal gemacht haben, machen Sie zu Hause. Und das, was Sie früher zu Hause gemacht haben, machen Sie im Hörsaal. So als Grundprinzip. Man matcht die Sozialformen besser auf die Aktivitäten, die Lernaktivitäten. Trotzdem haben die Studierenden den subjektiven Eindruck, dass sie zu Hause mehr machen als früher. Das liegt aber daran, weil sie früher zu wenig zu Hause waren. Also man kriegt tatsächlich die Studierenden dazu oder im Flipped Classroom die Lernenden allgemein dazu, zu Hause mehr aktive Lernzeit zu investieren. Wenn wir uns das Angebot-Nutzungsmodell denken, Lernzeiten in der Hochschule und zu Hause. Die aktive Lernzeit zu Hause ist wichtig. Sich mit Videos zu Hause aktiv auseinanderzusetzen, ist nicht schwer. Da kann man praktisch nicht scheitern. Zu Hause alleine mit Videos kann man nicht scheitern, Fragen kann man sich offline lösen, kein Problem, aber man arbeitet diese Dinge durch, hat diese aktive Lernzeit zu Hause, man ist gezwungen, diese Zeit zu verwenden zu Hause, man kann nicht weniger machen oder so, und dann kommt man in den Hörsaal und kann dann dort entsprechend die anderen Aktivitäten.